Servus, Kameraden! Willkommen zurück zu WOT. Ich bin Keule und im Zuge unserer kleinen Serie oben an der Spitze auf dem Weg zur IS-4 schauen wir uns heute den Stufe 9 Heavy oder einen der Stufe 9 Heavies der russischen Fraktion an, und das ist der SDI. Was kann man grob erstmal vorab über den Panzer sagen, beziehungsweise zu dieser Reihe insgesamt sagen? Der T10 ist um Längen besser und wird viel lieber bespielt. Das Objekt 257 ist um Längen besser und wird viel lieber gespielt. Und ich bin mir sicher, dass die IS-3 Doppelgeschützturm ebenfalls deutlich lieber gespielt wird. Was nicht unbedingt heißt, dass der SDI ein schlechter Panzer ist, sondern dass er einfach, ja, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und der Weg zum IS-4 sowieso so ein bisschen, ja, gern mal ausgelassen wird. Also dieses oben an der Spitze macht es, glaube ich, möglich, dass der ein oder andere zur IS-4 kommt. Aber den dann am Ende behält, das ist immer dann die andere Frage. Mit dem SDI selber haben wir einen Panzer, der im Großen und Ganzen recht interessant ist, der ein typischer Heavy ist, ein typischer russischer Heavy noch dazu, wie es typischer nicht geht. Das heißt, wir haben relativ wenig Leistung für einen gar nicht so schweren Panzer eigentlich. Wir haben nur 63,5 Tonnen Höchstgewicht und dafür nur 700 PS. Das heißt, er hat 11,5 PS pro Tonne. Das ist auf jeden Fall ziemlich lahm. Mir völlig klar, dass lieber die Leute auf einen T10 umsteigen, der einen etwas stärkeren Turm hat, eine etwas bessere Kanone, meiner Meinung nach zumindest eine etwas bessere Kanone hat und natürlich deutlich beweglicher ist, denn mein Credo auch in dem Fall, Feuerkraft und Beweglichkeit schlägt in der Regel immer Feuerkraft und Panzerung. Normalerweise natürlich, aber von den Startkarten abgesehen ist das ausnahmslos der Fall, dass Feuerkraft und Beweglichkeit alles andere immer schlägt. So. Wir fangen am besten mit dem an, was die meisten Leute von euch interessiert, und das dürfte das Geschütz sein. Wir haben eine 122 mm Kanone mit 440 Alpha-Schaden und 258 Durchschlag. Das heißt, das ist schon die Stufe 10 Kanone, mit der ihr dann später auf dem IS-4 ebenfalls herumballern könnt. 530 Alpha-Schaden bei 68 Durchschlag habt ihr, wenn ihr High Explosive wählt, also HE-Granaten. Eine Nachladezeit von standardmäßig 12,7 Sekunden. Man kriegt die Ladezeit ungefähr auf 10,2, 10,3 Sekunden runter, wenn man die Crew komplett anpasst und das Fahrzeug auf DPM auslegt. Mit einer Standard-DPM von 2168 haben wir eh schon einen recht vernünftigen Neuner. Gibt es natürlich schwächere, aber man muss halt aufgrund der Leistung halt auch ein bisschen Schaden hinterherfahren, weil man halt nicht unbedingt der schnellste Panzer ist. Eine Zielerfassung von 3,26 ist ehrlich gesagt deutlich zu viel. Noch dazu ist die Genauigkeit mit 0,38 nicht unbedingt typisch russisch und schon gar nicht typisch heavy. Aber dann eine Zielerfassung von über 3 Sekunden ist schon ziemlich übel. Vor allen Dingen, dass das Ganze ist nur eine 122 mm Kanone. Es gibt deutlich höhere ja, Kaliber oder deutlich gewaltigere Kanonen, die schneller einzielen. Von daher finde ich das schon ein bisschen übertrieben. Was ein bisschen überrascht, sind die 8 Grad Gun Depression. Russen sind ja normalerweise für ihre glücklichen Kanonen bekannt. Die haben nämlich keine Depression. Der hier allerdings kriegt die Wumme 8 Grad nach unten, 16 Grad Elevation, also 16 Grad nach oben. Das ist ebenfalls ganz okay. Wir haben 1900 Strukturpunkte, das kann man ebenfalls noch ein bisschen verbessern, wenn man halt die richtigen Sachen das richtige Equipment einbaut. Eine Wandpanzerung von 150 mm frontal und 140 mm an der Seite. Also auch der Panzer ist zum Sidescrapen wieder recht gut geeignet. Wenn ihr Sidescrapt und das Fahrzeug, sagen wir mal, ungefähr so anstellt, ist das hier auf jeden Fall ein Weak Spot. Denn wir haben vorne eine typische Halb-Delta-Panzerung, also keine richtige Delta-Panzerung, wo das Delta vorne bis in die Mitte geht, sondern es wird so leicht auf der rechten Seite und auf der linken Seite angeschrägt, und da könnt ihr auf jeden Fall durchschießen. Ihr kämt aber an Premium-Munition, denke ich mal, nicht vorbei. Wenn ihr den Panzer, ja, frontal durchschlagen wollt, habt ihr am Turm so ziemlich die wenigsten Möglichkeiten. Hier oben, das würde ich nicht als Weak Spot bezeichnen, der hat ebenfalls 250 mm, also mindestens 200 mm Panzerung hier oben. Mit einer 8er Kanone wird es schon schwierig, mit einer 9er könnte was gehen. Das Einzige, was hier der große Vorteil ist, man sieht es auch von der Seite, es ist relativ gerade, also man könnte da eventuell durchschlagen. Der Turm selber hat auf der Seite 250 mm und dazu noch diese Anschrägung. Das heißt, ihr habt eine Panzerung von mindestens 320, 330 mm. Da habt ihr mit den meisten Geschützen, selbst wenn ihr Premium ladet, ein Riesenproblem, da durchzukommen. Also frontal auf dem Turm
Kann ich nicht empfehlen. Versucht es auf der oberen Wanne, wenn ihr schon Premium geladen habt. Da kommt ihr eher durch. Bei dem ist aber auch so, wenn die halbwegs ein bisschen angewinkelt ist und man die Seite verstecken kann, Häuserkante zum Beispiel, dann habt ihr da ebenfalls Probleme, die 150 mm zu erschlagen. Und dieses kleine Guckloch da, ich denke mal, dass da drüben, dass da drin der Fahrer drin sitzt. Das sieht zumindest so aus. Wenn man den Turm zur Seite nimmt, geht da eine Luke auf. Ja, ist kein Weak Spot. Ebenfalls über 150 mm Panzerung. Noch dazu die Anschrägung kommt dir nicht so einfach durch. So einfach ist es. Ja, Leergewicht 61 Tonnen. Wenn er voll beladen ist und die Crew ordentlich gefrühstückt hat, kommen wir auf 63,5 Tonnen. Wir haben 700 PS bei 11,48 PS pro Tonne. 40 km/h vorwärts. Das absolute Maximum. Wenn ihr hier einen Turbolader einbauen wollt, kommt er auf 43 oder 42 km/h, vielleicht ein bisschen drüber. 13 km/h rückwärts, also das ist ein typischer Frontlinienpanzer, das ist einer, der Munition vom Gegner frisst und dafür dann austeilt und ein Panzer, hinter dem man sich verstecken kann. Aber ganz sicher keiner, der zum Beispiel für ein Flankenmanöver geeignet wäre, der irgendwie aus dem Hinterhalt schießen kann, dafür ist die Kanone zu ungenau. Das ist ein Panzer, der wirklich vorn an die Front gehört und ich kann über jeden nur lachen, der das Ding versucht als Sniper einzusetzen, weil er Angst hat, dass er vorn Futter ist. Einfach den Panzer versuchen richtig zu stellen. Oder auch ab und zu mal ein bisschen zurückzufahren, auch wenn 13 km rückwärts nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Ja. Jo. Also, so sieht er aus. Der Stufe 9 auf dem Weg zum IS-4. Ich würde sagen, wir gucken uns mal 1, 32.000 Replays an. Achso, die Crew. Da haben wir leider das große Manko, was mich ein bisschen stört. Wir haben eine 5-Mann-Crew, allerdings keine Full House. Also, wir haben den Kommandanten, Richtschütze, Fahrer und zwei Ladeschützen. Und es fehlt der Funker, der fehlt allerdings bei allen Russen. Und bei dem kommt noch dazu, wenn ihr die Crew mit eine Stufe höher nehmen wollt, bleibt ein Ladeschütze auf der Strecke, denn die IS-4 braucht nur einen Ladeschützen. Komischerweise. Also das ist ein bisschen komisch gemacht. Normalerweise sollte spätestens auf dem 8er Panzer die Crew für den 10er feststellen. Haben einige Panzer, wo das nicht so ist. Und bei dem ist das leider auch mit der Fall. Hier kommt allerdings dazu, dass die IS-4 nicht unbedingt, dass die Riesenrolle spielt und ihr da ja nicht unbedingt darauf angewiesen seid, dass der Panzer dann so ja, super funktioniert, sondern stattdessen ja, bleibt halt ein Ladeschütze übrig. Finde ich nicht so prall. Was soll man machen? Die IS-4 ist halt wie gesagt nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Die meisten fahren lieber das 277. Oder das 705A, das sehe ich auch viel öfter, das Objekt 705A. Und ja, was soll man dazu sagen? Nichts weiter. Ich würde sagen, wir springen mal ins Replay und gucken uns mal an, was die Kiste austeilen, was die Kiste blocken kann und wo wir die am besten einsetzen. Hashtag, ich fahre in der Stadt. So, alles klar, bis gleich. So, hüpfen wir mal rein. Wir fahren mit Data Red Show vom Clan Face. Im SDI Stufe 9 Heavy der Russen. Guck sie mal an, dieser Riesenturm nimmt 2/3 der oberen Wanne ein. Den kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Bin mal gespannt, wie sich der Gute hier gleich schlagen wird, wenn es auf Erlenberg gegen 9 und 8er geht. Im Gegnerteam in Phase 1 ein E75 und ein TNHT VZ51. Das wären so die Heavy sein, auf die wir hier wahrscheinlich in der Mitte treffen könnten. Beim Phase 1 bin ich 100% sicher. Weil der mit 10 Grad Gunnabrischen, denke ich mal, auch im hügeligen Gelände eine Chance hätte. Aber es sind halt viele Mediums dabei, so wie ich mir das gern vorstelle. Wie ich mir ein gutes Geschäft, Gefecht vorstelle. Und von daher bin ich mir nicht sicher, ob wir den Facebook wirklich hier drin treffen. Fahren natürlich in die Stadt, alles andere macht hier keinen Sinn. Ja, man kann auch auf der freien Fläche versuchen, ein bisschen seine Kanone anzubieten. Aber das kann auch richtig schön schief gehen. Wir haben keine Artillerie und wir haben keinen Aufklärer. Das heißt, das Ganze wird hier von ein paar TDs und Mediums, 5 TDs insgesamt und den Rest ist Mediums und Heavys, so wie ich mir das ganz gern habe. Im Gegnerteam ein T95, ein Waffenträger auf Panzer 4 und ein WZ111 GFT. Und er fährt hier den typischen Weg, den Heavys fahren, damit sie hier nicht sofort von irgendwelchen Mediums aufgemacht werden. Im eigenen Team haben wir eine IS-3 Doppelgeschützturm, ein Stritzwerk-Fahr Standard B, gleich mal irgendwie da reingeholzt auf den T26 E4, super Pershing,
bisschen schwierig zu überschlagen. Normalerweise. Vor allen Dingen, wenn man da frontal versucht, auf seine Panzerung zu schießen. Der ist nämlich recht gut am Turm gepanzert. Man hat gerade eben nur den Turm gesehen. Ziemlich schwierig, aus der Fahrt heraus oben den Peak-Spot, nämlich die Kommandantenlücke oder die Richtschützenlücke zu haben. Da schießt der E-75 bereits auf uns. Und wir können dem Skoda T-56 vorn durch die obere Walle ballern. Premium-Munition drin natürlich. Um wir gleich mal ein Statement zu setzen. Zeichen halt, ja. Haben wir da. Nicht, ja, nicht auf die Kette zielen mit Heat. Heat bleibt in der Kette hängen. Das ist der große Nachteil. Bei Heat-Granaten. Da ist eine untere Wanne von dem E-75. Hallöchen. Durchschlag. 479 Schaden, E-75 bleibt hängen. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wo er da hängen geblieben ist oder wo die Panzer alle hängen geblieben sind. Einer ist durchgekommen mit 355, das war der TNH. Der hat uns da genau an dieser Delta-Panzerung, wo ich vorhin kurz beschrieben habe, penetriert. Wo sind die anderen jetzt hängen geblieben? Sieht man das? Kein Kratzer zu sehen. Könnten an der Kette gewesen sein, denn die ist tatsächlich beschädigt. Okay, machen wir mal weiter. Lassen wir ihn mal ein bisschen spielen. Ah, die Panzer werden schon angehalten, sich ein bisschen zu verstecken. Der ist nicht überwinkelt. Jetzt. Jawohl. TNH, man sieht es unterm Turmkranz, ebenfalls eine Schwachstelle, kommt man nicht durch, kommt man recht leicht durch, wenn man geht. Treffer. Andere Wanne, bam. E-75 kriegt die nächste eingeschenkt. Und ja, mit Heat kommt man normalerweise recht gut klar. Komm, zeig dich, mein Freund. Komm, komm, komm. Kommt gleich in den TD rein, T95. Dann wird es auf jeden Fall interessant. Ja, mal gucken, ob wir hier einen ordentlichen Blick drauf kriegen, auf dem Weakspot vom TNH. Da. Da hat man es ganz kurz. Unterhalb vom Turmkranz, das ist ungefähr hier, da ist dieser Weakspot. Wenn die Kanone genau genug ist, mit 0,38 auf die Entfernung, ja, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Genauigkeit reichen könnte, um den zu überschlagen. Haben wir eh gerade gesehen. Da kommt man auf jeden Fall durch. Bräuchte man auch nur Standardmunition. Um ihn sicher zu überschlagen, reicht das auf jeden Fall aus. Da hat man sieht man schon den Einschlag da drüben. Genau, so muss das sein. Auf die Kette braucht er nicht schießen, wie gesagt. Da bleiben wir hängen. Und er lehnt jetzt auch die Kanone so an, dass wir da nicht durchschießen können. Er weiß genau, wo sein Weakspot ist. Ich weiß allerdings auch, dass er da nicht mehr wegkommt. Wartet auch nicht großartig, dass er da irgendwie nachgeladen hätte oder ähnliches. Hallo, jetzt fährt er raus. Riesenfehler. Kriegt auch direkt einen eingeschenkt. Kann dann aber an unseren... Was ist das davon? Das ist unser TNH, oder? Ja, ein TNH 105 kann er da zwei Schüsse anbringen, das reicht natürlich. So, dann nochmal mit Heat durch die untere Wanne vom E-75. Da hat auch deutscher Stahl keine Chance. Bei 340 Durchschlag kommt man ganz locker durch, zumal da jemand nicht zu wissen scheint, dass man ein Fahrzeug auch anwinkeln kann. Hallo, hallo. Ah, abgeprallt. Der ist auf jeden Fall in die Kette gegangen. Jetzt große Frage, gehen wir über den IS-3 und riskieren dabei, dass wir seitlich vom Super Pershing durchschlagen werden können. Oder fahren wir hier durch die Mitte? Richtung TNH, Richtung Skoda T65 und in Richtung des deutschen E75. Über 2700 Schaden haben wir schon, 1060 Schaden schon geblockt. Und es steht das 5:3. Da brauchen wir nicht hinschießen, da kommen wir auf keinen Fall durch. Das ist hervorragend angewinkelt. Der tschechische schwere Panzer kann auf jeden Fall mit Seitskörben arbeiten, auch wenn das Fahrzeug da nicht großartig überwinkelt. Auf der rechten Seite sehen wir hier den Vorgänger, KV-4. Das ist der Stufe 8er auf dem Weg dahin. Wiegt auch einiges mehr, aber 117 Tonnen. Warum sie das Gewicht so massiv nach unten korrigiert haben, finde ich ein bisschen schade. Denn mit dem RAM und so hat es auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Auf der rechten Seite ein Lanzen C. Der wird uns jetzt in die Seite fallen und wir müssen unsere Position ein bisschen verändern, wahrscheinlich verschlechtern, damit wir von der Seite nicht penetriert werden. 6:5, auch wenn wir mit dem Panzer vorn sind, ist das recht ausgeglichen. Und keiner traut sich da auf den T26 E4 Super Pershing zu fahren. Wir gehen mal ganz kurz auf Pause, gucken mal kurz aufs Gefecht. Auch wenn es hier um den Panzer geht, ich muss das ganz kurz ein bisschen
mit auseinandernehmen. Wir haben eine ISO 152K, die da hinten ja richtig steht. Wir haben einen Scorpion G, der davon ebenfalls richtig steht. Wir haben einen Type 59, der da ebenfalls recht in Ordnung ist. Die IS-3 Doppelgeschützturm ist da recht unnütz, denn der E4, der Superpershing, der hier vorne steht, und der hier hinten irgendwann mal gestanden ist, und auch der Waffenträger, der sich wahrscheinlich hier rüben verschoben hat, sind somit die größte Gefahr für den Panzer. IS-3 kommt fast ohne Gunnerpershing daher, kann wahrscheinlich in dem auf der 1er Linie eh recht schlecht spielen. Ich hätte die lieber in der Stadt gesehen, zumindest auf der rechten Seite. Und wir haben auf der rechten Seite noch irgendwie einen, das sieht aus nach einem Standard B. Okay, der kann zumindest aus der Flanke recht gut wirken, hat allerdings nur noch 419 HP, da kommt nicht mehr besonders viel. Bin gespannt, ob wir das Gefecht hier noch entscheiden können. Denn dann können wir es eh nur über die Mitte, nämlich über die Stadt, entscheiden. Hallo, hallo. EA Phase 1 in der Stadt. Hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet. Ja, 375 Schaden am Skoda T56. Ist zwar ein absolut starker Panzer. Nee, da schiebt doch tatsächlich der T95 da unsere Panzerung weg. Beziehungsweise unser Wrack. Kommen wir da durch? Nee, kommen wir nicht durch. Können wir überhaupt treffen? Und der T95 lässt sich da von der Seite rausnehmen. Da kommen wir durch. Normalerweise. Er schießt auf die richtigen Stellen. Inzwischen auch mit Standardmunition. Da oben. Da ist er kommen. Ja, genau. Kommandantenluke kommen wir normalerweise durch, wenn wir sie genau treffen. Da haben wir gerade gesehen. 3,8 Genauigkeit. Und 0,38 Genauigkeit ist doch ein bisschen zu wenig. X-Bot direkt neben der Maschinenkanone. Wäre eine Möglichkeit. Zurückziehen. Ja, müssen wir. Kanone nach links ausrichten. Links, links, links. Rechts, die bringt nichts. Den T95, das Wrack kann man nicht mal so eben wegschieben. Gib ihm. Jawohl, sehr schön. 417 Schaden am Phase 1. Das ist genau der Weakspot, auf den ich auch ziehen würde. Mal machen. Beim nächsten Schuss könnte raus sein, eventuell. Könnte. Aha, tatsächlich. Killshot Nummer 1, 3700 Schaden gemacht. 3120 Schaden haben wir geblockt und 80 Schaden aufgeklärt. Okay, und wir sind noch von der HP recht gut dabei. Oder 60%, vielleicht ein bisschen mehr. Haben allerdings jetzt die komplette rechte Seite verloren. Ich würde da die rechte Seite eher meinen. Dann haben wir einen Lanzen C und da haben wir eine Bedshed 25 Tonnen. Und wen haben wir da? Lanzen C. Hoppala, jetzt werden wir von beiden Seiten eingekesselt. Ne, Bedshed ist raus. Lanzen C ist raus vom Skorpion. Ausgeschaltet, aber wir haben den Waffenträger und den E4 gegen uns. Schnell hier vorne wieder die Position einnehmen, wo wir da das Wrack als Schutz haben. Und dann können wir hier auf den Waffenträger schießen. Hallo, grüß Gott. Gleich mit HE, 538 Schaden gemacht. Schiebe ihn da rein. Zurück, 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 zurück. Bedshed, 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 Bedshed ist ein Problem. Ja, okay, das geht. Und schön Rammschaden. Also offensiv braucht man den Waffenträger nicht unbedingt einsetzen. Richtig zielen. Jawohl. 298 Schaden mit HE. Letzte HE-Granate. Oh oh, Superpirschung von hinten. Drehen. Der kriegt noch einer eingeschenkt hätte. Bam. Sehr schön. 574 Schaden am Waffenträger. Da ist auf jeden Fall mal Ende. Und die Bombe schießt da hinten aus dem Hintergrund. 189 Schaden vom Superpirschung, der mit EPCR unterwegs ist. Björn kriegt keine eingeschenkt. Aber der E4, ganz kurz, nochmal ganz kurz, bisschen Taktik, es muss sein, es hilft alles nichts. E4 stellt sich auf eine Position, wo er in einem Fenster steht, wo die Bedshed von der anderen Seite schießen könnte. Das heißt, wenn hier einer versucht rauszufahren, um den E4 zu penetrieren, dann haben wir drüben auf jeden Fall einen Medium mit einer, ja, sagen wir mal, überdurchschnittlichen Kanone, der auf jeden Fall ordentlich Schaden machen kann, wenn er den trifft. Den Skorpion zum Beispiel kann man mit einem Clip theoretisch rausnehmen. Ich glaube, dass er bei uns mit einem Clip nicht genügend Schaden macht. Zumal er mit jedem Schuss gar nicht durchkommt. Mal eh gleich sehen, ob die Badger da ist. Type 59 von der anderen Seite. Kann jetzt Druck machen. Voll. Startmunition reicht hier aus. Die Badger ist links, hat die Position gewechselt. Und nimmt unseren Skorpion raus. Ne, das macht der G-Sor.
Chiso nimmt unseren Skorpion raus. Wir können es ja erfolgreich zurückziehen, sind allerdings jetzt One-Shot für den Chiso und auch für die Badget 25 Tonnen AP. Haben noch eine ISO 152 und einen Type 59. Jetzt müssen wir hier wirklich den Faden zuschnüren. Type 59, was will der? Die Seite wechseln? Schlechte Idee. Ich würde lieber hier im Schutz der Häuser fahren, so wie unser Kollege C.A. Drecho. Zartrecho. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass alle Premium-Munition eingelegt haben. Das heißt, jeder kommt durch bei dir. Beim Turm, wie gesagt, wird es schwierig, aber halt die Wanne hier komplett verstecken wird ein bisschen schwierig. ISO 152K könnte da vielleicht ein bisschen aufrücken. Wenn man da jetzt einen Befehl geben könnte. Also dieses Befehlsmenü von Wargaming könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen überarbeiten. Finde ich zumindest. Blind reinschießen macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben 13 Schuss Standardmunition noch dabei. Dreimal Premium, HE ist weg. Wäre aber auch sinnvoll, hier mit HE zu schießen. Wir lenken auch ein bisschen davon ab, dass da hinten ein Type 59 versucht, die Umfahrung zu nehmen. Hat sich nach oben zurückgezogen, beziehungsweise ist nach oben vorgerückt und fährt jetzt auf der A-Linie nach unten. Also das wird jetzt unser Scout sein. Ich hoffe, dass die anderen auf einer Position stehen, von der aus wir drauf wirken können. Nicht, dass ich da eine. Ah, da drüben ist sie. Wir sind da hingekommen. Komm, zeig dich. Chiso links. Steht natürlich genau richtig. Natürlich. Gib ihm. Treffer 511. Kriegt auch gleich eine vom Type 59. Dürfte aber nachgeladen haben. Das heißt, wir dürfen unseren Type 59 verlieren, so wie ich es mir gedacht habe. Und die ISO 152 unnötig da drüben. Jawohl, sehr gut. 414 Schaden. Cheese War ist raus. Und wir müssen uns um die Badget kümmern. ISO 152 bis dahin. Ja, nicht unbedingt nutzvoll. Hat auch noch keinen Kill. Wir haben derer schon 2. Und die Badget leider schon 3. Okay. Das heißt, der Typ da mit der Badget weiß auf jeden Fall, wie er fahren muss. Über 6000 Schaden haben wir gemacht. Über 4500 Schaden haben wir geblockt. Jetzt müssen wir den französischen Autoloader rausnehmen. Ich denke mal, wenn wir hier auf den treffen werden, hat er einen kompletten Clip drin. Er ist One-Shot für uns, er ist One-Shot für die ISU, die sich jetzt ins Cap stellt. Und ich gehe davon aus, dass wir ihn hier gleich irgendwie aufmachen, wenn er versucht, da den Cap zu unterbrechen. Eine Minute 20 noch. Könnte eng werden. Position ist die richtige, nicht mehr bewegen. Gucken, wo die Badget bleibt. Also bis dahin auf jeden Fall gut gefahren. Catareccio von Face. Die letzten 2 Minuten laufen. Beziehungsweise noch 50 Sekunden, wenn wir hier das Cap durchziehen. Ah, schwierig für die Badget. Von wo kommt sie? Wie hat sie noch? HP? Fast full life. Irgendeinen HE-Treffer bekommen, natürlich nicht von der Arti, ist ja klar. 15 Sekunden noch, dann ist das Ding hier durch. Nee, da kommt sie. Da ist die Badger. Hat komplett umfahren. Kann hier aber nicht auf Null stellen. Sondern geht direkt raus. Geil. Dritten Kill noch geholt. Sehr schön. 6200 Schaden gemacht, 4500 Schaden geblockt, 80 Schaden aufgeklärt. Und am Ende durch Basis erobern und durch den letzten Kill gewonnen. Heidewitzka. So habe ich das gern. So. Victory. Es wird eine teure Runde, sage ich gleich. High Kaliber. Eine Stahlwand gibt es, hier ein bisschen Gedöns. Natürlich ist das Ganze auch ein M, auch wenn wir gegen niedrigere Stufen
Spiel. Guckt euch das an. ISO 152 ohne einen Treffer. Zwei Schüsse abgefeuert, keiner hat getroffen, natürlich auch nicht durchschlagen. Aber hat halt komplett durchgekappt und dafür gibt es 560 Basics Pay bei Sieg. Ey, das ist ja nicht wahr, oder? Das gibt's ja nicht. Wir machen 24.000 Miese, 27 Schüsse abgefeuert, 20 getroffen, 14 geschlagen, ist okay. Über 2 Kilometer auf der Kette, ebenfalls okay. 14 Minuten hat es gedauert. Die ISO 52 macht mich gerade echt fertig. So ein mächtiges Geschütz und hat nichts auf die Reihe bekommen. Wahrscheinlich immer hinten ein bisschen versteckt, ein bisschen aus dem Schatten und heraus. Und ja, ich mag nicht so richtig, aber ich werde halt gezwungen zum Spielen. Ja, okay. Also auf jeden Fall eine richtig lässige Runde. Ich würde sagen, da kann man noch irgendwie irgendwo einen draufsetzen. Vielleicht findet man noch eine richtige Hardcore-Runde, um mächtig Werbung zu machen für den SDI. Bis gleich. Da sind wir. Zweite Runde. Wieder mit Cataretto. Denn diese ja, wirklich geilen Runden, die es noch vor ja, 4-5 Tagen gegeben hat, die kann ich tatsächlich nicht mehr anschauen. Das Programm zum Abspielen funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Eins so ein bisschen der größeren Probleme, die Wargaming aktuell hat. Ja, wir fahren wieder wir fahren mit dem SDI, wieder mit Cataretto vom Clan Face und wir sind unterwegs in den 10er-Gefecht mit 9, 8 und 10. Und erstmal legen wir uns hier gleich mit dem Face One an, warum auch nicht. Er mag nicht so richtig und auch Cataretto mag nicht so richtig sich da zurückhalten. Natürlich steuern wir unser Fahrzeug in das sind die richtigen Gefilden und die sind nun mal da, wo Häuser stehen und wo wir die untere Wanne verstecken können und wo wir aus der Flanke nicht so einfach beschossen werden können. Das ist jetzt hier oben nicht unbedingt gegeben, weil auf der A-Linie ganz gern mal der ein oder andere Medium rumhockt. Aber wir haben auf der rechten Seite Gebäude stehen, die uns recht gut schützen können. Auch hier wieder keine Arti dabei, auch hier wieder keine Aufklärer mit dabei. Nur Mediums, nur Heavys und nur TDs. Das ist purer Luxus. Ein Gegnerteam, 705A, da werden wir nicht so einfach durchkommen. Wir haben ein STB1, eine Grille 15, AMX 50-120, E75 Stritzwagen und diverses anderes Getier. Raushauen, jawohl, sehr schön. 388 Schaden mit Sternlad-Munition, das geht also auch ohne. Bei dem brauchen wir uns, ja, also, ein bisschen davor, jawohl, das Objekt 705A. So wie der angewinkelt ist, habt ihr absolut keine Chance, außer mit HE irgendeiner Art und Weise Schaden an dem zu machen. Der ist dick und fett gepanzert, der hat sein Fahrzeug genau richtig angewinkelt. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendwo durchzukommen. Der Turm hat keinerlei Weak Spots. Ihr kommt an keiner Stelle auf die Möglichkeit, den zu durchschlagen. Deswegen bringt das nichts, auf den zu schießen. Punkt und aus. Es gibt auch keine zwei Meinungen oder irgendwelche anderen Annahmen. Selbst wenn ihr da hinten 420 Durchschlag hättet auf Premium-Munition, habt ihr keine Chance, den zu penetrieren. Leider. Stattdessen stellen wir uns hier mit dazu und gucken, was da hinten vor sich geht. 750 Schaden haben wir schon geblockt. Von der Grille 15 mit Standard-Munition. Centurion X ebenfalls auf unserer Seite. Charfuto haben wir noch. Und der Gegner hat tatsächlich sein STB-1 schon verloren. Uiuiuiui, das fängt aber schlecht an. Einer der besten Mediums, die es gibt. Wahrscheinlich müsste ich da meine Annahme, dass das Objekt 430U das stärkste Medium ist, mal korrigieren. Und den STB-1 auf Platz 1 wählen. Denn das ist wirklich enorm stark. Und auch ganzes Stück flexibler. 500 Schaden ausgeteilt am AMX 50 oder 20. Der natürlich nicht auf die typischen Heavy-Positionen fährt, auch wenn er als Heavy deklariert ist. Der ist einfach viel zu mobil. Okay, wir machen jetzt hier eine etwas unkonventionelle Aktion. E75, hallo, hat er schon mitbekommen, dass wir da sind? Börschen schießt auf uns. Auf den E75 können wir da einen Schuss anbringen. Okay. Also es war jetzt nicht unbedingt Standard, hat man gerade gesehen. Was haben wir denn da? Patriot. Mit mehr HP, verstehe ich nicht. Oh.
Zumindest immer noch an der Kanone hängen geblieben. Wir müssen jetzt allerdings mit zusehen, wie der nach unten in die Senke verschwindet. Bleib dran, Feuer. Gut erwischt. Gut erwischt. 1 zu 3 läuft nicht unbedingt in unsere Richtung. Kunze-Panzer offen. Hallo, Kunze-Panzer. Prallt ab. Deutlich zu offensiv. Kriegt da mal irgendjemand einen Schuss drauf? Scharfhuter oder irgendwas anderes? Der ist wirklich schlecht gepanzert. Da braucht man bloß irgendwie reinhalten. Und kann den normalerweise locker rausnehmen. Patriot da hinten schon wieder oben auf. Wird rausgenommen vom Stützwagen 103B. Also aktuell kommt es wirklich darauf verlassen, dass unsere eigene IS-4, die sich hier hinten befindet, auch erst 600 HP verloren hat, alles hier in Schach hält, inklusive dem 705A und dem Stritzwagen K. Und ist auch frontal natürlich so gut wie gar nicht zu überschlagen. Schon gar nicht von dem, was da steht, und auch nicht von der Grille 15, selbst wenn die Prämienmunition reinhaut. Kunst auf der rechten Seite wieder offen. Hallo, hallo. AMX, geht mal hier einer mit. Boah, ein Schuss komplett verschenkt. Kett ist nämlich jetzt gezogen. Und er kommt da normalerweise nicht mehr weg. Wenn unser Stritzwagen 103B da hinten etwas machen könnte. Aber klar, das macht der Waffenträger auf Panzer 4, holt sich den AMX 50-120. Und wir müssen hier weiter, ja, snipen. Das ist leider so. 1380 Schaden haben wir geblockt, 2296 Schaden haben wir aktuell selber gemacht. Und jetzt haben wir hier einen Stritzi K, den wir direkt in die Binse schicken. Kaiser K kommt nicht durch. Mit Standardmunition, Digga. Ah, untere Beine geht natürlich was. Skoda T50 gibt uns da eine mit. Allerdings alles in die Panzerung gegangen. Wir sind immer noch full life. Haben über 2000 Schaden schon geblockt. Und der Kreiser GF kann tatsächlich wieder zurückfahren. Gibt's ja nicht. 5 zu 3 steht, es ist noch 705A drüben, aber irgendwo hinten lockt auch noch die Grille. Die kann auf jeden Fall richtig böse wehtun, wenn sie freies Schussfeld hat. Kunze-Panzer mit 369 Schaden als Standardmunition. Wo hat er uns erwischt? Da müssen wir doch gleich mal gucken. Ja, meine Maus, die installiert sich ganz gern mal, so spontan, um mich zu ärgern. Ich krieg ja hier. Ach, das nervt mich. Wo ist er jetzt durchgekommen? Das hätte mich interessiert. Oben bei der Kommandantenkuppel, sehe ich das richtig? Ja. Okay. Okay. Kann funktionieren. Schießt auch weiter. Sein 390 Alpha-Schaden, das kann richtig wehtun, wenn er richtig trifft. Hat man gerade gesehen. Nichts wird es verteilt, ist versteckt. Kommt also nicht mehr ganz so einfach ran. Frage ist, wo steht er? Keiner will da hinten Druck machen. Centurion X fährt nach hinten. Scharfhuter natürlich lustlos. Der bleibt da irgendwo auf der linken Seite stehen. Muss ja nicht helfen, ne? Ist ja klar. Können die anderen machen. Oh, 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 oh. Ein Pershing da hinten, gar nicht gut. Gar nicht gut. Wenn der uns von hinten aufraucht, dann war's das. Dann muss der PTA ein bisschen mitmachen. Der Samoa da hinten müsste ein bisschen zulegen. Einzielen. Boah, dauert das ewig. Das ist nur ein 122mm Geschütz. Dauert ewig lang. Da ist es schon. Pershing bleibt hängen. Irgendjemand müsste uns da vielleicht helfen. Aha, Barriere ist schon mal weg. E75 kann ebenfalls nachziehen. Geld ist gezogen beim E75, gib ihm. Jawohl. Und Brand verursacht, Brutzel, Brutzel, sehr fein. Boah, Panzer umdrehen, ich glaube nicht so eine gute Idee. Jetzt haben wir vom Kunz hier natürlich, ne, der ist unten weg. Ah, okay, unten ist geräumt, sehr schön, hat er ja einen feinen Blick auf die Karte gehabt, zumindest können wir uns in die richtige Richtung ausrichten und dem Pörchen da mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Da bleibt auch nicht mehr viel übrig. Gekillt durch den Leopard PTA und jetzt holen wir uns da drüben den TD, das Objekt 263.
nicht unbedingt mein bester Freund. Ist der 9er auf dem Weg zum Objekt 268 Version 4. Jawohl. 514 ausgeteilt, 519 eingesteckt. Und hoffentlich kann der PTA da mal ein bisschen aufrücken. Das wäre echt lieb von ihm. Jawohl, sehr schön. Einmal Premium noch. Ne, zwei Schuss Premium haben wir noch. Danach, nee, zwei Schuss Standard haben wir noch. Danach müssen wir mit Premium weiterspielen. Ebi, jawohl. Getroffen ja, durchschlagen nein. Ah, Objekt 263 hat halt den großen Nachteil. Hat einen offenen Kampfraum. Und wir sehen jetzt gleich die hintere Seite von einem Objekt 705A. Das tat weh. Prallt ab mit 650 Alpha-Schaden und geht dafür dann direkt drauf. 1789 Schaden aufgeklärt, 3490 Schaden haben wir geblockt und 5700 Schaden gemacht. Einmal geht noch. Daneben, auch bitte. Das wäre wahrscheinlich der Killshot gewesen, aber der funktioniert ja gern mal nicht. Den holt sich jetzt der PTA, denke ich mal. Kette können wir noch ziehen. Sind halt mit Premium-Munition unterwegs, typische Heat. Flasche. Nee. Ich sage, den Kill holt sich jemand anders. Am Ende ist es die S4 gewesen. Und wir gehen mit einem Kill raus. 5760 Schaden ausgeteilt, 3940 geblockt und über 2000 Schaden aufgeklärt. Das dürfte nicht ganz so teuer werden, die Runde. Wir haben 11 Schuss Premium-Munition übrig behalten und alle 4 HI-Granaten. Das ist aber nicht. Da sind wir richtig. Ei, ei, ei. So. Eine High-Kaliber gibt es dafür, eine Confederate und noch ein bisschen Gedöns auf der Seite. Natürlich ist das Ganze auch ein M, was sonst? 5760 Schaden, okay. 1412 Basics-B hatten wir gerade eben auch schon sowas um den Dreh. Natürlich ist es ein M-Wert. 25 Schüsse abgefeuert, 17 getroffen, 13 durchschlagen. Wir machen plus, nämlich 16.900, hat sich also gelohnt. Und wir haben über 300 Meter 2300 Schaden gemacht, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Haben weniger als ein anderthalb Kilometer, bisschen mehr als ein Kilometer auf die Kette gebracht und haben dafür 9 Minuten und 10 Sekunden gebraucht. Ja, man sieht, es ist ein statisches Fahrzeug. Bewegung liegt dem Fahrzeug nicht unbedingt. Panzerung anbieten, wenn es nach dem Fahrzeug geht, ist eigentlich das Beste. Und die Kanone ansonsten sprechen lassen. Der Rest ist eher, ja, Bewegung ist einfach nicht seins. Er kann sich gegen 8er, gegen 9er und gegen 10er recht gut wehren, hat man gerade eben auch gemerkt. Und macht auf jeden Fall Spaß, wenn man ihn ordentlich fährt und wenn man keinen Wert auf Mobilität legt. Wenn man Wert drauf legt, dann wird es allerdings schwierig. So, das war's von mir zum SDI, dem Stufe 9 Panzer oder Stufe 9 Heavy auf dem Weg zur IS-4. Eine Empfehlung gibt es von mir nicht für den Panzer. Den gibt es eher für den T10, den gibt es wohl für den 257. Aber nicht für den hier. Tut mir leid, das tut mir leid. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem gefallen hat, Leute, natürlich wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns natürlich sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut.